Klar. Guten Tag, mein Name ist Markus Hüttmann, ich bin 36 Jahre alt, Betriebswirt und geschäftsführender Gesellschafter der Hans Held GmbH Büroorganisation mit Sitz in Stuttgart. Wir helfen unseren Kunden, ihre jeweiligen Unternehmensinformationen jederzeit und an jedem Ort möglichst schnell, einfach und vor allem vollständig verfügbar zu haben. Dass die Informationsfindung im World Wide Web nicht immer ganz einfach ist, das kann man, glaube ich, heute gut verstehen. Dass dieselbe Situation in einem Unternehmen aber eintritt, wenn ich in meiner eigenen Ablage danach suche, das sollte einen eher bedenklich stimmen. Warum ist das so? Die Informationsströme, mit denen ich heute umgehen muss, sind unglaublich vielschichtig. Fängt an bei eingehenden Briefen, bei eingehenden Faxen, eingehenden E-Mails mit PowerPoint-Attachments oder Word-Attachments oder Excel-Tabellen oder gar Sounddateien. Also bei dieser großen Informationsflut, mit der ich mich tagtäglich auseinandersetzen muss, ist es im Grunde gar nicht verwunderlich, dass man sich nicht mehr so direkt zurechtfindet. Schon gar nicht, wenn ein oder gleich mehrere Personen an einem selben Thema arbeiten müssen. Medienbruch ist so ein Schlagwort, das man sicherlich hin und wieder schon mal gehört hat, ist für uns ein ganz bedeutendes Thema. Denn ich kann mir als Unternehmen oder auch als Person nicht aussuchen, wie ich eine Information erhalte. Das heißt, mein Gegenüber bestimmt es, wie er mit mir kommuniziert. Er ruft mich entweder an, er schickt mir eine E-Mail oder er schickt mir einen Geschäftsbrief. Wenn ich jetzt also anfange, elektronisch Prozesse abzubilden, muss ich natürlich schauen, dass auch alle anderen Informationen, die nicht elektronisch vorhanden sind, in diesem System mit abgebildet werden und möglichst natürlich auch nach derselben Organisationsstruktur wieder auffindbar sind. Also ich will da einfach mal ein Beispiel nennen. Wenn ich jetzt nach einer Information suche und sie in der Elektronik nicht finde, muss mir die Elektronik dann aber auch einen direkten Hinweis darauf geben, wo ich diese Information in der Papierwelt auch finde, sodass es für mich nur ein direkter Griff ist und auch so möglichst schnell an der Information bin. Die gravierendste Änderung der Arbeitswelt in den letzten Jahren war sicherlich die Verlagerung oder zunehmende Verlagerung Richtung digitaler Prozesse. Das ist ein ganz klarer Fakt, den man feststellen muss. Es gibt viele Punkte, wo es noch nicht funktioniert, wo ich noch mit Papier arbeiten muss. Wenn ich heute aber die Möglichkeit habe, dann wähle ich den elektronischen Prozess. Hat folgenden Hintergrund. Ich habe an dieser Stelle unglaublich viele Möglichkeiten, die mir das Papier nicht bietet. Ich kann natürlich auf der anderen Seite aber auch nicht alle Vorteile, die Papier bietet, in der Elektronik umsetzen. Einfaches Beispiel, in einer Kfz-Akte, den Kfz-Schein und den Ersatzschlüssel eines Fahrzeugs, den kann ich heute einfach noch nicht digitalisieren. Das papierlose Büro ist aus meiner oder unserer Sicht eine große Illusion, zumindest für die nächsten 50 Jahre, vielleicht auch darüber hinaus. Also wir stellen sehr häufig in Unternehmen fest, dass der geänderte Umgang mit Informationen bis heute noch nicht in der Arbeits- und Denkweise der Mitarbeiter angekommen ist. Was mitunter zur Folge hat, dass Projekte unnötig lang verzögert werden, dass unnötig lang nach einzelnen Informationen gesucht wird oder dass gar Informationen überhaupt nicht gefunden werden, die schon existent sind und neu beschafft werden, was natürlich im Sinne des Wettbewerbs ein absoluter Nachteil ist. Warum finde ich heute in meiner eigenen Ablage nichts mehr? Liegt hauptsächlich daran, dass die meisten Leute in der Papierwelt immer noch anders denken als in der elektronischen Welt. Das heißt, ich habe zwei unterschiedliche Ablagestrukturen und damit ist das Chaos eigentlich schon vorprogrammiert. Also Idealzustand wäre ein möglichst großer Grad an Digitalisierung der Geschäftsprozesse, eine saubere Dokumentation der einzelnen Projekte und auch eine klare Vorgabe des Managements, wie ich mit dann frei werdenden Zeiten auch umgehen kann. Üblicherweise wird die These aufgestellt, dass solche Dinge nur für Großunternehmen geeignet sind. Ich würde behaupten, ganz im Gegenteil, es ist gerade für kleinere, mittelständische Unternehmen und für Einzelpersonen das Nonplusultra, möglichst schnell an Informationen zu kommen und sofort auskunftsfähig zu sein. Bedeutet, einen echten Wettbewerbsvorteil gegenüber Großen, die allein mit Geld auch Markt machen können, kann ich mir nur dann erwirtschaften, wenn ich effektiv mit meiner Zeit umgehe. Also freie Zeit oder auch frei gewordene Zeit im Unternehmen wäre für mich eine hervorragende Gelegenheit, um das Verhältnis zu meinen Kollegen zu verbessern, eine
Firmenkultur zu pflegen, aber auch dahingehend, ich habe mehr Zeit, mich strategisch mit Zukunftsdingen auseinanderzusetzen, die sonst im Alltagsgeschäft untergehen. Freie Zeit im Privaten bedeutet für mich, mich selbst weiterbilden zu können, mehr Zeit für Familie, Kinder, beides zwar noch nicht vorhanden, aber es wird hoffentlich demnächst dann irgendwann mal soweit sein, verwenden zu können für Hobbys, mich persönlich und charakterlich einfach weiterbilden zu können, um auch an dieser Stelle einfach einen Schritt weiterzukommen. Also eine Empfehlung aus meiner Sicht an Sie wäre, beschäftigen Sie sich mit einem sinnvollen Zeitmanagement, denn nur so können Sie die wahren Effizienzpotenziale bergen. Wie Sie diese dann nutzen, bleibt völlig Ihnen überlassen, ob Sie sich dafür mehr persönliche Zeit gönnen oder sich einfach wettbewerbsfähiger aufstellen, bleibt Ihnen überlassen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine gute Zeit.